Ich werde Ihnen jetzt sagen, womit der Weihnachtsmann Sie heute bescheren wird. Mit ein bisschen Schrecken und Vergewaltigung. Sie werden sie nicht anfassen. Wer hat denn was von ihr gesagt? Suizidalmusik! Kennen Sie den Unterschied zwischen dem echten Weihnachtsmann und mir? Er kommt nur einmal im Jahr. Ich zünd die erste Kerze an, sie beleuchtet meine Schattenseiten. Doch das ist nur ein Wachstropfen auf dem heißen Stein. Ich zähl die christlichen Adventskalendertage, an denen ich heuchlerische Sakramentsempfänger jage. Erwisch ich sie per Brackenschlag, verschnür ich sie in Leichensäcken und servier zum Kaffeekranz verführerische Weihnachtsplätzchen. Gestanzt aus korrodierten Sensen, aus Stechformen, die sich scharfkantig durchs Chorium jeder Menschenhautschicht bohren. Gefüllt mit Noroviren, Blätterteiggebäck und wisch mit alten Engelskleidern manche Kleckereien weg. Schau, ich backe, back kein Beet, sondern ein Totkuchenhaus. Und wir gehen auf halbem Weg dorthin die Brotkrumen aus. Und gönn ich mir auch Christmas Pop, noch Bourbon Drinks und Whisky Shots. Fühl ich mich in meinem Backstübchen fast wie Sweeney Todd. Bestell ne Knickmaschine für den menschlichen Teig. Meine gute Tat des Tages, kauf mit Amazon Smile. Aber wissen Sie was? Ein bisschen Klinglöckchen-Klingeling fehlt. Schluss damit! Was wollen Sie? Ich bin der Weihnachtsmann. Ich bin hier, um Sie ein bisschen in Weihnachtsstimmung zu bringen. Ich zünd die zweite Kerze an, dass ich mein Kellernest wohltuend erwärmt. Und langsam werden meine Slenderman-Konturen verschärft. So zähl ich eure christlichen Adventskalendertage, an denen ich heuchlerische Sakramentsempfänger jage. Weil ich Misanthrop bin, meine ich Weihnachtsmarkt besuche und geh mir lieber den Roomservice in Heilanstalten buchen. Dieser Heiligabend-Trubel alarmiert meine Magenreize. Darauf schmeiß ich erstmal ne Wanderniere ins Waffeleisen. Ich trink nur in Maßen und ich messe in Fingerbreiten. Der Sherry Whisky heizt mir ein bis in die Innereien. Den Kamin befeuern mittels Word erstellte Kirchenflyer, denn ich bin von allen Sinnen, erst recht von Besinnlichkeiten. Von den Mistelzweigen tropft ein kirschroter Saft aus meinem Glühblut aus Schank auf das Hirschmotiv ab, auf den Strickpulli handgefertigt in Sklaverei. Meine gute Tat des Tages, keine Kinderarbeit. Es gibt keinen Gott, aber dafür einen Weihnachtsmann. Schmückt euren Kamin mit dem prächtigsten Wandschmuck. Erwartet die Ankunft des SZM Krampus. Und Kerze um Kerze brennt da, vor der Schwärze ist ein Macht für die Erzengelschaft. Wir sind hier ganz allein. Gott ist mit dem Weihnachtsmann einen Glühwein trinken. Ich bin nicht Ihr Feind. Nein, Sie sind nicht mein einziger Feind. Doch der, auf den ich mich im Augenblick konzentriere. Hui! Ich zünd die dritte Kerze an. Der ganze Raum stinkt nach Schwefel. Und das Licht triggert meine verdammte Augenmigräne. Und so zähl ich eure christlichen Adventskalendertage, an denen ich heuchlerische Sakramentsempfänger jage. Ich komm aus dem Wald kalt wie Stickstoffkartuschen. Stampf den Schnee und den Dreck von meinen Nikolausschuhen. Schmeiß Augen und Ohren in meine Christbaumschmuckruhe. Die Stille nach den Personen, denn mich bringt nichts aus der Ruhe. Ist der Weihnachtsmann-Imitator aus einem Einkaufszentrum, Passagen in Leinensäcken, herab in die Heizungskeller-Etage. Schmeiß sie mitten auf das Kreidepentagramm und wünsche im Nachtrag zum 6. nur das Beste noch zum Geiselnamenstag. Zerpasst jedem pseudohaften Santa Claus ne Fußfessel und schreib in Leuchtbuchstaben Karma auf den Wunschzettel. Und erfüllt es nicht, macht dieser Satansbraten Santa Braten. Meine gute Tat des Tages, Weihnachten wird plastiksparend. Und weil ich schon voll weihnachtlicher Vorfreude bin, werde ich Sie entscheiden lassen, wen von Ihnen ich zuerst umbringe. Bitte, hören Sie auf. Sie müssen das nicht tun. Schmückt euren Kamin mit dem prächtigsten Wandschmuck. Erwartet die Ankunft des SZM Krampus. Und Kerze um Kerze brennt da, vor der Schwärze ist ein Macht für die Erzengelschaft. Das ergibt doch alles keinen Sinn, oder?
Fliegende Rentiere? Ein Besuch durch den Kamin? Im Hause eines jeden anständigen Christen in nur einer Nacht? Und die halten mich für verrückt. Ich zünd die vierte Kerze an. Krispies Gabel und Ofenkohle. Zwei über den kranzenden Rentierbraten auf Rotweinsoße. Und zähl eure christlichen Adventskalendertage, an denen ich heuchlerische Sakramentsempfänger jage. Trage statt Kamin roter Roben in navyblauen Frack. Die schwarze Schifferkrause ersetzt den schneeweißen Rauschebart. Im neuen Weihnachtsmann-Dresscode stürm ich die Coca-Cola-Headquarters und entführ vor Monitoren Strohsackblonde Netzforscher. Hängt ihr an Angelhaken mit Start Kabel in Tannennadeln und lass mein Apartment im Kadaverkettenglanz erstrahlen. Füll gemütlich ein paar Knabbereien in die Glasschüssel, doch die wecken nur formbedingt den Anschein, es seien Walnüsse. Zwinker und unterbricht das Sternsinger-Klingeln nerviger Kinder den Hannibal-Serien-Klingel. Werf dich zum Grinch und zieh ihnen die Spendendosen ab. Meine gute Tat des Tages, ich spend den Dosen-Trunk. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich will ihn von meinen Fantasien erzählen. Zum Beispiel, wie ich ihnen dieses Riesenkruzifix in den Arsch ramme. Oder wie ich mich mit meinen verfaulten Zähnen über ihre Kleine vertrockne. Und jetzt schmettert euren festlichsten Sanktus. Na, ist die Ankunft des SZ im Krampus. Und die allerletzte Kerze brennt ab. In der schwärzesten Nacht für die Erzengelschaft. Wo ist denn noch einmal Ihr Sinn für Weihnachten hin? Ich fange gerade an, mich fröhlich und selig zu fühlen. Und alle streichen Wham von der Hitlist. Seit dem Tag, an dem George Michael starb, heißt es SZM Christmas. Das ist meine Freude, schöner Teufelsfunken. Und ein Stern erzählt die neuzeitliche Gräuelkunde von einem Scheunenbrand und schweigenden Lämmern. Oh, du Tödliche, tötest aus den Nachrichtensendern. Hinter den 24 Türchen meiner Vernissage verbergen sich 24 Stücke Fleisch von Messdienern. Wir starten pro Ripper Märtyrer als Grauberuf. Wir machen statt drei Könige drei Erzübel die Auffahrt um. Sie lesen die Orakelknochenwarnung, huldigen dem Leben des Grand-Finale aus der Johannes-Offenbarung. Und die Welt, wie ihr sie kanntet, geht unter wie prophezeit. Und sollte sie bestehen, wer dieses Wunder ein Gott beweist. Denn die mich nicht verstehen, sehen nur den Sakramentsbruch. Und die, die mich verstehen, sehen die Hoffnung meiner Adventus. Weil ich in sich brüchige Seelen wiederbelebe. Kein Kirchensport, doch ist das nicht auch eine christliche Geste? Wenn auch nicht nach den Regeln gewählter Päpste im Petersdom. Meine gute Tat ist ja Nekrolog und mal im Ernst, warum ich dieser Tage solche Storys bringe. Auch an Heiligabend laufen Horrorfilme. Ich biete nur eine Alternative für ein Fest der Liebe, das doch alle verdienen. Fröhliche Weihnachten, meine lieben Sektenanhänger. Nicht vergessen, jede Kirche hat irgendwann mal als Sekte angefangen. Wissen Sie was? Ich fühle mich gerade überhaupt nicht weihnachtlich.